Leute, was geht ab und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen FIFA 17 Trading Tipp. Zwar seht ihr gerade im Hintergrund, zwar geht es um die League 1, wie ihr seht, die Spieler liegen bei 400, 450 und wir bieten hier jetzt einfach 350 Coins drauf. Und diese Trading Methode klappt echt unnormal gut, damit könnt ihr echt, ich will jetzt nicht sagen, so in der Stunde könnt ihr mit so 20 bis 25.000 Coins machen. Also biete ich einfach auf jeden Spieler 350 Coins. Und diese Trading-Methode klappt echt richtig gut. Ich habe sie jetzt schon auf mehreren Accounts gemacht und so. Hab da auch schon richtig alles ausprobiert. Und die kriegt da auch manche für 450, 500 Coins weg. Eine richtig nice Trading-Methode. Natürlich könnt ihr euch versuchen, das auch mit gewissen Spielern zu machen. Zum Beispiel hier mit Belhanda, wie ihr sehen könnt. Der liegt jetzt hier bei 500 Coins. Den könnt ihr euch billig für 400 Coins erbieten. Und da macht ihr dann schon 100 Münzen Gewinn. Das hört sich nicht nach viel an. Aber wenn ihr da auf Masse geht, dann könnt ihr da echt richtig gut Coins machen. Also, wie gesagt, 25.000 Coins in der Stunde könnten da schon drin sein. Wie ihr seht, wir bieten hier jetzt auf fast alle Spieler 400 und ich muss auch echt sagen, wir haben echt richtig viele Spieler bekommen. Natürlich nicht alle, das ist normal. Wie ihr hier jetzt sehen könnt, wir haben richtig viele Spieler für 350 Coins wegbekommen. Und natürlich geht das auch noch mit anderen Spielern, außer mit dem Belhanda. Da gibt es auch noch so einen Stürmer hier, so einen Stürmer aus der Liga, aus der Türkei, mit dem klappt das auch ganz gut. Ihr müsst einfach mal gucken, wie hoch die Preise von denen liegen. Wir haben echt viele Spieler für 350 Coins bekommen. Echt eine nice Trading-Methode. Und wie ihr hier sehen könnt, wir haben Belhanda für 500 Coins verkauft. Mit den vier Spielen haben wir schon 350 Coins oder so Gewinn gemacht. Also und das innerhalb von 2 Minuten oder so, einfach mal ganz schnell auf die bieten. Und ihr seht es hier, wir haben auch manche für 450 wegbekommen. Manche für 400, weil die jetzt nicht so viel am Preis, also nicht so teuer waren. Auf jeden Fall sucht euch so Spieler aus, mit die auch ein bisschen höher liegen und da billig drauf bieten. Mit denen klappt das nämlich besser und mit denen macht ihr viel mehr Coins gewinnen. Also sucht euch solche Spieler wie Belhanda, weil da macht ihr viel, viel mehr Coins als mit den anderen. Und ich wollte noch mal eben kurz was ansprechen, bevor dieses Video hier zu Ende geht. Und zwar, wie ihr wisst, werde ich ja jetzt, also ihr habt abgestimmt, dass ich jetzt jede Woche eine Footdraft-Challenge machen werde. Ihr schreibt mir dann in die Kommentare, mit welchen Spieler ich das machen soll. Und ja, schreibt mir dann jetzt in die Kommentare, welche Challenge ich machen soll. Das wird dann höchstwahrscheinlich jeden Montag oder Dienstag, muss ich mal gucken, wird dann immer eine Folge online kommen. Und das sollte schon eine Challenge sein, die auf jeden Fall machbar ist und die ich halt in der Challenge machen kann. Nicht, dass ich zum Beispiel irgendwie in der ersten Halbzeit nur hinten passen muss oder so. Das muss eine Challenge sein im Footdraft. Also schreibt mir dann in die Kommentare, was es für eine Challenge sein soll. Und dann hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst auf jeden Fall mal gerne ein Like da. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Leute, und ciao.